Moin, bevor das Video beginnt, ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich möchte mich für euren Support bedanken und deswegen veranstalte ich jetzt jede Woche Freitag bis Freitag ein Gewinnspiel auf G-Heat. Was ihr dazu machen müsst, ist einfach auf den Link klicken unter dem Video. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Da kommt ihr auf G-Heat, geht dann auf Jetzt teilnehmen, auf das Plus 1 drücken und da auf das Plus 1 drücken. Dann habt ihr zwei Entries sogar, also macht zweimal sozusagen mit. Auf YouTube einfach ein Abo dalassen, bei Twitch folgen und ja, viel Glück und viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen Let's Play von Fortnite, rette die Welt. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Schreibt was in den Kommentaren für den Algorithmus und let's go mit dem Video. Wir hatten die erste Mission oder das Tutorial gemacht und wir starten hier mit dem aktuellen Hauptauftrag. Sturmschildverteidigung 1 in Heimatbasis. Aktiviere deinen Steinwald-Sturmschild. Okay. Belohnung, gewöhnliche Überlebender, 2 Stück, 100 Röntgen-Tickets und Basis-Keil. Team, Aufklärungsteam. Okay, man kann es auch auffüllen oder nicht auffüllen. Wir werden auch in Zukunft das mit einem Partner spielen, der mir das auch vorgeschlagen hat, das ganze Projekt. Das werdet ihr dann natürlich auch selbst sehen. Vielleicht die Leute, die im Stream waren, wissen es schon mal Bescheid. Ich klicke mal hier auf Spielen. Und wir starten die Lobby. Betrete Lobby. Okay, wir sind alleine. Wir spielen das Ganze auch alleine. So. Und ich finde es ganz cool, wie das Ganze hier aussieht hier. Es erinnert mich an Fortnite von ganz, ganz, ganz früher. Das sieht so basic aus und da haben die wirklich nichts dran geändert. Ich meine, Fortnite rette die Welt ist ja ein ganz eigener Modus. Aber gehen wir mal direkt in die nächste Mission rein. Das ist ja unglaublich. Da sind immer noch Menschen am Leben, die wir retten können. Das könnte unser Ding werden. Wo fangen wir an? Oh, verstehe schon. Auch einige meiner Leute werden vermisst. Ach was, ist doch egal, wenn es Stürme und Monster gibt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir einen nach dem anderen retten. Was meinst du? Sie nähern sich so schnell. Wir schaffen es nicht bis zur Tür. Das ist unser Zeichen, Kommandant. Pop, geh runter und bereite den Außenpostenschild vor. Es wird alles gut. Raus mit dir. Beeil dich mit dem Schildkopf! Nein, lasst ihr euch Zeit. Ist ja nur eine Monsterhorde. So, da sind wir wieder. Meine Facecam, hallo? So, da bin ich. Okay, wir haben noch die gleichen Waffen und wir konnten mit, ich glaube mit Q? Ne, mit I, genau, ins Inventar. Wir können jetzt auch eine neue Waffe bauen und zwar hier, handgefertigter Jäger. Die werden wir jetzt auch mal herstellen gerade. Ach, wir brauchen hier 3 Schrauben noch. Das müssen wir dann auf jeden Fall nochmal holen. Kann man hier irgendwo was holen? Aber wir sollen erstmal das aktivieren. Okay. Hier gibt es keine Aus. Aktiviere das Sturmschild. Okay. Oh. Vorratslieferung. Gut, vielleicht haben wir jetzt... Von wo? Ich finde Bazooka hier in meinem... Hallo? Ah, okay. Die Nahkampfwaffe nehmen wir auch mal vielleicht und tauschen das. Also die eine Panzerfaust dabei zu haben, ist doch auf jeden Fall nice.
So, das werden wir jetzt auch noch schnell herstellen, wenn wir hier gerade Sachen bekommen haben. Y. Vielleicht F5. Gott, ich weiß nicht, wie ich die Dings wechsle. Hier Y. Nee. Material. Rechtsklick. So. Ich bin lost. Also ihr seht selbst, Amigo baut nicht gerne in Fortnite und nicht viel. Aber vielleicht werden wir es mit Rette die Welt ein bisschen besser beherrschen. Hä? Muss ich das aus? Ah. Okay, komisch, dass ich es so bearbeiten muss erstmal. Oh. Okay. Damit ich wahrscheinlich Fallen draufsetzen kann. Sagte ich doch. Dann gehe zu einem Boden, einer Decke oder einer Wand, dann drücke T. Hier. Das kenne ich nicht. Sieht aber interessant aus. Okay, dann haben wir hier noch. Bau die verbleibenden Verteidigungsanlagen. Okay, Bearbeitungsmodus zu wechseln drücken. Markieren nur die unterste Reihe um die Wand. Und das machen wir hier. Ah, okay. Und. Warte, dann wechsle ich doch lieber hier nochmal Material auf Stahl, weil das mehr aushält. Mehr Fallen. Der erste Angriff im Süden. Wand. Ah, guck mal hier. Was ist das denn? Okay. Ah, okay. Ah, da kann man es jetzt nicht. Aber da. Und da. Junge, was ist das denn? Okay, Granate zum Ziel werfen. 8. Ja, ich muss hier erstmal 20 Sekunden warten. Gott, oh Gott. Darf ich nicht einfach mit der Panzerfaust abschießen? Das ist noch viel einfacher. Ah, okay, ich muss doch nicht warten. So. Und jetzt verteidige dein Sturmschild. Können wir auch... Oh, wir können auch emoten. Ja, sehr geil. Erstmal ein Greedy tanzen. Ja, sehr geil. Bester Emote, oder, Chat? Schreibt mal rein, was euer Lieblings-Emote ist, Chat. Ach, warum sage ich Chat? Ich stream ja nicht. Also, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt mal wirklich rein, was euer Lieblings-Emote ist. Wenn ich hier ein paar Emotes holen kann und ich starte hier mal die Maschine. Sturmschild erweitern. Okay. Okay, da kommt jemand auf uns zu. Oh Gott, was ist das für eine Biene? Komm schon. Ich hatte schon Angst, dass die von der... Okay, die werden auch von der anderen Seite später kommen. Die hat ein Schild drauf.
So, zack. Dafür haben wir die Panzerfaust da. Hasta la vista. Oh, mit der Panzerfaust macht es richtig Bock. Aber wir sollten, glaube ich, nicht viel verschießen, wenn am Ende nachher noch ein Boss kommt. Sagt er und schießt direkt weiter. Okay. Muss man nur wegpusten. Zack. Zack, zack. Ich glaube, die sollten wir wirklich aufhalten für die dicken Dinger da. Die noch so ein Schild haben. Zum Beispiel hier 3, 2, 1. So. Kurz aufladen. 1 Minute 20 haben wir noch. Und da liegen Items, kann es sein. So. Okay, ich glaube, es wird wirklich stressig, wenn gleich auf der anderen Seite es losgeht. Also wie ich ein Game, was man dann wie ich Multiplayer perfekt zocken kann mit Freunden. Also für alle Leute, die was suchen, mit um was mit seinen Freunden zu zocken, holt es euch auf jeden Fall, Rettet die Welt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Weil ich stelle es mir ganz cool vor, tatsächlich auf so einer LAN-Party oder an einem Samstagabend, wenn ihr im Discord hängt, natürlich auf meinem Discord, Link ist in der Beschreibung. Und ich wisst, was ihr zocken sollt. Battle Royale, kein Bock. Custom Maps, kein Bock. Dann holt euch mal Rettet die Welt. Könnt ihr hier ein paar Sachen noch dazu bekommen. Und dann schön eine gemütliche Runde zocken. Das ist jetzt aber gerade, was da liegt. Wir gehen mal da kurz hin. So. Okay. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Oder? Warum hängt's? Okay, wir haben gewonnen. Sehr cool. Okay, sehr cool. Man bekommt Belohnung. 15.000 Punkte. Sehr schön. Finde ich sehr, sehr, sehr cool, das Menü. Twitch Amigo TV. Also auch auf Twitch vorbeischauen, natürlich. So, Level 1. Jetzt bin ich Level 2. Machen wir fort. Und wir kriegen hier richtig viel Loot. Das ist richtig cool, hä? Lol. Okay. Ah, okay. Okay, umso besser man abschließt, umso bessere Truhen bekommt man. Das ist ein cooles System. Zurück zur Heimatbasis. Hä, wie cool ist das denn? Der Modus ist ja richtig, richtig geil. Ich habe mich gerade gewundert, was ist das für ein pixelhaftiger Ladescreen? So, was kriegen wir hier? Kriegen wir wieder... Genau, die Kiste... XP bekommt man, okay, okay. Mini-Belohnungslama, nochmal XP. Okay, sehr cool. Automatisch auffüllen. Okay. Das sind neue Leute, oder was? Holzkumpel? Die Spitzhacke sieht... Boah, ich hoffe, man bekommt die auch für Fortnite, also fürs Battle Royale. Die sieht ja richtig cool aus. Schalten die ersten zwei Aufklärungsteam-Slots frei. Sehr cool. Zentrale. Willkommen zur Kommandozentrale deiner Heimatbasis. Hier kannst du auch und nach weiteren Funktionen freischalten, aber eins nach dem anderen. Diese Zahl stellt deine Stärke dar. Ah, Stärke 1, okay. Deine Stärke erhöht die allgemeine Effektivität im Kampf, wodurch du anspruchsvollere Missionen angehen kannst. Sehen wir uns als nächstes deine Kontolevel an. Okay, Kontolevel... 2. Du hast Konto-IP durch das Abschließen von Missionen, was wiederum dein Kontolevel erhöht. Je höher dein Kontolevel steigt, desto stärker wirst du und desto mehr Fähigkeiten schaltest du frei. Du hast wohl gerade dein allererstes Team erlangt. Die Überlebenden in deinem Team sorgen dafür, dass deine Stärke massiv ansteigt. Wähle jetzt Überlebende. Überlebende. Wähle jetzt Teams. Teams? Hier kannst du deine Teams zugreifen. Okay. Ja, es langsam nervt mich. Gib mir jetzt mal einfach alles durch. Automatisch auffüllen, abschalten. Nehmen wir mal
Was kann der und was kann die? Ehrgeizig, draufgängerig. Bonus für Fallschaden. Bonus für Fernkampfschaden. Okay. Die sind schon, denke ich mal, drin. Das heißt, ich muss da nichts machen. Ändern. Okay. Suchen Überlebende. Favorit. Okay. Gut, verwalten. Kann sie sich anschauen. Okay, das will ich jetzt aber nicht. Zurück. Kannst jetzt deinen Helden wechseln? Will ich aber nicht. Ah, okay. Der hat dann aber... Ramirez hat dann... Ah, die haben dann auch Fähigkeiten und so weiter. Nö, ich will bei Oscar bleiben. Ich bleib bei Oscar. Ich bin ein Sturkopf. Ah, aber man kann... Ah, nee, man kann hier... Ich bin verwirrt. Weil ihr seht's ja nicht. Hier. Hat man hier die ganzen zwei Helden. Okay, zurück. Zurück. Waffenlager. Gucken wir uns das auch nochmal an. Skizzen. Okay. Ressourcen. Da haben wir hier ein paar Sachen. Okay. Spind. Oh mein Gott, man kann die Spitzhacke auswählen oder was? Warte. Hier irgendwo muss sie doch dann sein. Da ist sie. Ey, ohne Witz, die hat schon was, oder? So ein Holzkumpel. Die tue ich mal rein. Die sieht schon OG-mäßig aus. Die muss ich auf jeden Fall drin haben. Lobby, Musik haben wir auch. Ja, drücken wir einfach mal C. Dann haben wir es alles weg. Lama Shop. Ich hatte wirklich dir gehört. Okay. Was passiert hier gerade? Okay, da kann man auch noch Sachen bekommen und vor allem noch andere Spitzhacken. Wie ihr hier seht. Ja, verrat mir nicht, was sich im Inneren befindet. Oder anreihen. Holen. Kaufen. Guck mal, wir haben einen umsonst. Dann machen wir hier einen kaputt. Und was haben wir? Okay. Die tatsächlich, die da drin sind. Okay. Sehr cool. Ein Lama oder 1000 Dollar. Zentrale. Jetzt haben wir wieder Überlebende, denke ich mal. Genau, jetzt haben wir nochmal zwei Überlebende. Die seht ihr wieder nicht. Ich mache mal meine Kamera hier aus. Dann seht ihr es. Ja, die haben wir, die zwei. Dann würde ich die eher doch in mein Team reintun. Wie kann ich den dann verwalten? Weiß jemand, wie man die da reinmacht? Also, kennt sich jemand damit aus, dass ich die da irgendwie reinmachen kann? Oder bin ich gerade ein bisschen lost? Favorisieren. Verwalten. Team. Ändern. Ah, okay, da kannst du es einstellen. Warum kann ich die nicht noch reinmachen, die ich hier drin habe? Okay, dann lassen wir es einfach so. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der zweiten Folge von Fortnite Rette die Welt. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios, amigos. Ciao, ciao. Das Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.